Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wie wir sehen hier unsere Roboter, sie werden immer mehr. Ich nehme sie mal mit, die 24 jungen, fröhlich neuen, wunderschönen Piepser. Und werde sie natürlich auch gleich zum Bauen schicken, denn wir haben ordentlich was zu bauen. Und wir haben ordentlich was vor. Ich muss mal gucken, welche Gebäudeart ich da noch dazu nehme. Da bin ich mir nämlich gar nicht mal mehr so sicher, wie ich das gerne haben wollen würde oder was ich da dazu nehmen könnte. Was wir noch machen können ist... Achso, jetzt habe ich natürlich ganz so ein... Ausgang hinten noch mal ein bisschen mal arbeiten, damit das dann alles so einigermaßen gerade aussieht und gerade läuft. Deswegen müsste ich... Ja, hier müsste ich hoch. Ich bin langsam dran vorbei, wo ich hin will. Ich will nämlich hier oben hin und da, wo ich vorhin die roten Förderbänder abgelegt habe, die wollte ich jetzt holen. Oh Gott, hat die Katze gerade wieder? Keine Ahnung, man weiß es nicht. So, ich behaupte ja, dass er sowieso ein bisschen dämlich ist im Kopf manchmal, aber... Darf ich nicht laut sagen, sonst hört er das wieder und beißt er mich wieder und dann... Ja. Ja. Nee, also... Keine Ahnung, er springt dann dauernd gegen den Stuhl hier gegen und... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er hat. Ja, da kannst du ihn nur dreimal fragen, was er will und... Das ist ja eh keine Antwort. Ist halt eine Katze. Gut. Also nicht wundern, falls ich jetzt mal hier irgendwie dann rumpoltert irgendwas, dann ist das... Wie ich mal wieder... Dreht man gerade wieder durch. Muss man mit leben, hat man. Wenn man so ein Tier zu Hause hat, das ist einfach so. Das ist so, da wundert man das doch. Also eigentlich wundere ich mich schon gar nicht mehr. Weil eigentlich ist halt so. Fertig. So, dann gucken wir nämlich mal ganz kurz, wie wir das Ende hier denn durchgucken und durchschleifen lassen. Jetzt haben wir nämlich alles en bloc hier hinten. Und das ist gar nicht mal so schön. Das wollen wir gar nicht haben. Also könnte ich doch eigentlich das schon mal nach unten ziehen, aber ich weiß noch nicht, wie weit. So, wir haben hier auf jeden Fall die 4 Leitungen. Ja. 4 Leitungen. So. Dann müssen wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich würde gerne 5 Platz haben dazwischen. Dann haben wir 3 Leitungen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, das sollte einfach geradeaus gehen. Dann machen wir hier so und so. Und dann haben wir dazwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Noch einer oben. Alles klar. Also, die muss einer oben hier. Ja. So. 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 Und dann haben wir schon wieder Zeugs in der Tasche, die wir gar nicht in der Tasche haben wollen. Na gut, egal. Kennen wir ja nicht anders. So, dann läuft das nach hier aus. Das nach da aus. Das läuft so geradeaus. Und das läuft so. Gut, dann müssen wir jetzt hier die erstmal geradeaus ziehen. So. 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 Dann können wir die nämlich hier komplett wegmachen. Brauchen wir nicht mehr hier. Dann müsste ich jetzt hier nochmal, wo wollen wir denn? Ja, doch hier gucken wir nochmal eine Straße runter, ne? Naja gut, aber das machen wir bis hierhin, machen wir es erstmal, ziehen wir es erstmal hin. Ich denke mal, ich muss sowieso noch einen Dreifach-Balancer hier in dem Strang einbauen, oder? Hm, weiß ich noch nicht. Gut, hier sollen die nächsten anfangen. Das heißt, der kommt hier runter. So. Nee, die Richtung. So. Dann kommt der hier runter. Und der kommt hier runter. So. Naja, nicht ganz so weit. So. Dann geht der hier. Blup. So. Der dann hier. So. Hallöchen. Und der dann. Huch. Hier. Gut. Dann machen wir das erstmal jetzt alles so lang hier.
Verschaffen wir uns künstlich Platz, falls wir ihn nochmal brauchen. Für da irgendwas einbauen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal eine Straße runter. Haben wir noch Beton in der Tasche? Ich weiß gar nicht. Natürlich nicht. Mal jetzt zu erwarten. Ach komm, wir verschaffen uns noch ein bisschen mehr Platz, genau. Alles so wie Förderbänder. So, bis dahin nochmal. So. Dann kommt hier ein unterirdisches Förderband hin, solange wie geht. Da ist dann die Straße. Ich denke mal, es wird gleich sowieso aus seinem unterirdischen Förderbändern. Wenn ich vorstelle, dass ich da noch so viele von der Tasche habe. Ah, ein paar gehen noch. Langt sogar noch hier. Und dann holen wir uns ein bisschen Beton. Ja, das ist so. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Dann haben wir dann 4 Lanes, mit wo immer irgendwas drauf ist, was wir brauchen können oder was wir nicht brauchen können, je nachdem. Und haben aber dann da die Möglichkeit, immer abzunehmen, da wo wir es brauchen, nach oben, uns das einfach hinzuziehen und fertig. Und theoretisch haben wir jetzt da eigentlich die Stelle betitelt, wo wir anfangen könnten, Metall herzustellen. Eisen. Ist einfach so. Jetzt müssen wir uns dann bloß darüber dann einig werden, wie geräumig wir die Eisenproduktion dort gestalten. Oder beziehungsweise dann die Produktion für die einzelnen Metalle. Muss ja nicht Eisen sein, kann ja auch Kupfer sein und was nicht alles. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, was man da herstellen kann. Mal ganz abgesehen davon, dass wir diese ganzen Sondermetalle noch gar nicht haben. Alter. Und die ganze Flüssigkeit, die wir dafür noch brauchen. Dann müssen wir irgendwo, also an einer Stelle ist hier noch ein ganz heftiges Problem in dem System, nämlich hier die Abfuhr von diesem Material. Das muss nicht immer eine Abfuhr sein. Also da müssen wir dann wahrscheinlich irgendwo auch nochmal ein Klärwerk hinsetzen, wo das extra geklärt wird. Überlegt habe ich mir, ob ich diesen Platz hier unten dann nutze, ne? Ob ich dann hier die Klärung von diesen Flüssigkeiten vornehme, damit ich die Flüssigkeiten dann hier hinten quasi manage. Oder ich muss mir hier Platz drin suchen, dass ich sage, okay, ich muss das ein bisschen anders gestalten, dass das vielleicht eventuell der Sand doch alles über eine Lane in eine so eine kleine Minifabrik geht und hier dann so ein Klärwerk drin steht. Dass das hier das Zeug gerade hoch geht, nach dahin. Oder ja, das. Das Zeug gerade hochgeht und dann, also irgendwie sowas. Also dass wir dann bloß, dass wir hier irgendwie Platz schaffen für ein Klärwerk. Weil hier können durchaus Flüssigkeiten entstehen oder auch Flüssigkeiten gebraucht werden, die wir noch nicht haben. Also es muss nicht immer sein, dass hier Purified Water reinkommt, da kommt noch was anderes, kann auch durchaus was anderes mal reinkommen. Weiß ich gar nicht, wir müssen mal gucken, hier beim Roten zum Beispiel, da haben wir da andere Flüssigkeiten, ne? Wo ist denn hier? Hier, Gold. So, also beim Weißen haben wir auf jeden Fall, nee, Purified Water kommt immer rein, aber beim, hier kommt auf jeden Fall eine andere Flüssigkeit raus, was auch immer für eine. Nitric Based Water, ne? Und hier kommt dieses, wie auch immer das heißt, warte, hier können wir uns lesen gleich. Chloric Based Water kommt hier raus und hier kommt, ach, das ist das Hellblaue, da kriegen wir wieder Sulfuric Based Water draus. Also, da gibt es unterschiedliche Flüssigkeiten, die wir kommen, die müssen wir noch behandeln. Das ist noch nicht vorgesehen. Und natürlich genauso ist nicht vorgesehen oder noch nicht sauber vorgesehen, dass wir auch hier diese anderen Flüssigkeiten einspeisen müssen, wie zum Beispiel Hydrochloric Acid oder hier Nitric Acid und hier, na gut, hier brauchen wir den Sulfuric Acid. Gut. Also das, was hier eigentlich als Waste kommt, müssen wir da als Flüssigkeit hinzugeben. Da sind wir noch nicht, also da, so weit sind wir noch nicht. Ne? Also das ist klar, diese Flüssigkeitsaufbereitung, auch die Herstellung der Flüssigkeiten, muss noch irgendwo hier im oberen Bereich stattfinden. Ich hatte mir ausgesucht, dass ich, weil ich ja hier sowieso, also allein dieses, wie hier diese Kabel stehen, dieser Bereich wird ja sowieso komplett abgerissen hier. Also das hier, das fliegt alles raus. Das fliegt weg. Das wird bleiben. Aber nur. Ja, doch für die Flüssigkeitsherstellung. Das wird komplett dann für Crystal Seeding und für Dings genutzt. Und ich hoffe einfach, dass sich das so einigermaßen gleichmäßig verbraucht. Da müssen wir mal gucken, wie das denn ist. Also da müssen wir mit Tanks dann arbeiten und vielleicht eventuell dann auch
Überdruck halt einfach ablassen und sagen, okay, wenn der Tank zu 99% gefüllt ist, dann geht's in den Waste. Oder wir schalten dann zurück, dass dann irgendeine Produktion angehalten wird oder was weiß ich. Keine Ahnung, das können wir auch machen. Aber das soll, also das ist ja hier unser, der Bereich hier, ne? Der soll eigentlich so bleiben. Und das hier eigentlich so, die Kabel sind nicht miteinander verbunden. Hä? Wieso das denn nicht? Was habe ich da? Ich habe irgendwie Kabel vergessen anscheinend. Aber es geht trotzdem, ne? Interessante Theorie, aber da habe ich wirklich hier die Poles vergessen, die hier eigentlich stehen. Also, da immer hier drinne. Die habe ich da vergessen. Alles klar, okay. Interessante Theorie. Bis hierhin, also dass das rauskommt, das soll so bleiben und die Filtration Units, die werde ich dann näher ranbauen hier an dieses Ding und dann, ach na gut, hier habe ich ja schon so eine Kläranlage für Sulfuric Wastewater dazwischen. Naja, gut. Ja, okay. Da haben wir den Salat schon wieder. Das muss ich dann auch woanders hinsetzen. Umbauen. Hier mal Platz. Hier liegen bloß Rohre rum. So. Ja, und das hier, das kommt auch komplett weg, ne? Also da denke ich mir mal, da können wir dann... Gut, wenn wir eh erst ab hier anfangen würden, Metalle herzustellen. Dann geht hier dann der Metallherstellungs... Prozess vonstatten. Das wird nicht wenig werden, was wir da bauen. Das wird auch recht umfangreich, aber ja. So ist zumindest die Planung. Gut, haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Planung gemacht, ein bisschen Zeit verbrannt hier, weil wir dummes Zeug erzählen. Und vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Das ist das nächste, das habe ich echt vergessen. Was habe ich jetzt in den Taschen? Nichts Besonderes. In dem Scheiß habe ich so viele Taschen, das wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ich wollte aber trotzdem hier vorne vorlaufen. Irgendwas wollte ich hier machen. Verdammt. Jetzt bin ich so ins Gerede gekommen, in die Planung, die ich im Kopf habe, dass ich vergessen habe, was ich machen wollte. Das ist ja mehr als komisch. Also schön ist das nicht. Und sowas im Alter kriegt man sowas öfter? Ich weiß nicht mehr. Also, erstmal hier unten runter, dann kann ich noch ein bisschen was in die Produktion hier zu dem beitragen. Da kann er ein bisschen rütteln. Also das haben wir verteilt. Okay, das haben wir gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Dann gucken wir jetzt nochmal ganz kurz hier oben. Passiert gerade nichts. Das ist mir aber auch erstmal egal. Baurobbins haben wir nochmal 12 gekriegt. Jetzt produzierst du schon wieder nicht mehr. Warum nicht? Weil du keine gelben Baurobbins mehr kriegst. Gelben Baurobbins brauchen Konstruktionsbrain und da fehlen uns jetzt die Widerstände schon wieder. Oh, auch ein hoher Verbrauch an Widerständen da oben. So, ich selber wollte noch die Maschinen, die ich habe, erstmal hier oben drin loswerden. Nee. Eigentlich nicht, aber das kann ich noch da unten reintun. Das, nee, kann ich alles gebrauchen eigentlich. Wollte da hinten, das hat die. Ich wollte Beton holen. Das war's. Ich wollte Beton holen. Ah ja. Wenn man drüber nachdenkt, was man so macht den ganzen Tag über, kommt man irgendwann auch wieder drauf. So, ein bisschen Beton wollte ich holen. So. Warum macht ihr hier eigentlich keinen Reinforced mehr? Weil du keinen Stahl mehr hast, ne? Aha. Interessant. Gut, 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 gut. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh. Das wollte ich nicht haben. Nur das haben. So. So, dann müssen wir hier noch ein bisschen Stahl reintun. Dann tut er hier erstmal auch wieder was. Dann tut der auch was, aber da müssen wir so trotzdem Silizium reintun. Aber hier die Kiste ist... Oh, da ist auch nicht was drin. Da geht was. Silizium müssen wir trotzdem reintun. Wie sieht es hier aus mit der Kiste? Oh, die ist auch schon wieder voll. Oh, dann gibt es das hier, dem ist wieder Probleme. Verdammt. Weil wir von dem Zeug so viel haben, ne? So. Wenn ich auf den Monitor guckt. So, dann hier durch, da lang. Den Beton wollten wir da hinten nicht langlegen und dann müssen wir uns mal Gedanken machen. Ja, dann können wir das mal gucken und dann, wie sieht das da vorne eigentlich aus? Gucken wir auf die Map. Oh ja, doch. Oh, ein bisschen was haben wir schon gebaut. Wie sieht es hier unten aus? Ja, ist... Ein Ende ist in Sicht, glaube ich. Holt er momentan den Sand her, da, okay. Und die fliegen hier schön, weil sie da mal Strom kriegen. Wo bauen die gerade? Die bauen hier hinten gerade noch, ne?
Ja, den Straßen. Naja, gut, die haben noch zu tun. Wir brauchen noch ein Radar für drunten. Apropos Radar, wenn man den jetzt sieht, dann wird doch gerade hier. Oh, noch ein Radar bauen. Ach, guck mal, wir können ja sogar so ein Radar machen hier. Was ist das hier? MK4? Was brauche ich dafür? Kann ich sogar machen. Na egal. Wir machen aber so eins. So. Dann stellen wir nämlich hier unten erstmal ein Radar auf. Die Mensch, was passiert? Hier ist so ein Radar. Hä? Ach, da brauchen wir ein Radar. Alles klar. Da hinten brauchen wir das Radar. Noch ein bisschen rüberlaufen hier. So, Mappy guckt. Noch ein Stück. Da müssen wir noch hin. Da, wo diese Insel ist mit den zwei Würmchen da unten. Okay. Gut. Also bei der Insel. Da in etwa das Radar hinstellen, dann muss das Radar nie kommen. Da. Hopp, steht ein Radar. Medium Pole. Handsystem angeschlossen. Und schon ist das hier auch ganz helle. Gut. Und schon können wir hier auch reingucken, wie das hier aussieht, was die hier so treiben und was hier so los ist. Gut. Fein. Von fein. Von fein. Und die Karte unten wird auch weiter erkundet. Da steht ein T. So. Dann können wir jetzt hier die Betonstraße erstmal erweitern. Natürlich nicht ganz so groß. Noch als kleiner so. Sehr schön. Dann müssen wir hier natürlich die Senkrechtstraße noch machen. Sehr gut. So viel Platz haben wir uns gar nicht geschaffen hier, ne? Naja, macht ja nichts. Aber ab hier ist dann jetzt, ne? Hier ist dann. Kommt es auch von unten immer dann durch. Ich bin wie ein bisschen begeistert, muss ich sagen, dass das so gut funktioniert. Ich hoffe, dass ich, wenn ich die Eisenproduktion jetzt anschmeißen will, dann hier drüber. Wenn wir nach oben gucken, wo komme ich denn da hin? Ich glaube, ich komme direkt an die Aluminiumproduktion, ne? Genau. Wie schade das sein wird, dass ich das alles abreiße. Alles weg. Und wie viel Land hier überall drin liegt, ne? Also, Landfill. Das haben wir alles nicht mehr. Das, diese ganzen... Das hier, dass das so verstopft. Das ist dann Geschichte. Das gibt's nicht mehr. Das passiert einfach nicht mehr. Weil die Dinge einfach mal zermalmen werden und... verbraucht werden und... sind. Genau ein Stack über. Was ist denn da los? Das gibt es dann nicht mehr. Oder sowas hier. So eine Konstrukte hier. So ein uns. Hat alles nicht mehr gebraucht. Ich bin so begeistert denn davon. Hier liegt sowieso alles voll zwar, aber trotzdem, das kann ich ja... Ich kann nicht. Warum liegt denn das so voll? Na ja, gut. Fehlt doch irgendwas anderes jetzt. Hier oben irgendwas faul? Nee. Das liegt einfach nur voll alles. Na ja, gut, okay. Gut, dann ist ja alles gut. Und ich weiß jetzt schon, dass das, was wir gebaut haben, nicht ausreichen wird für das, was wir machen wollen. Aber. Kann es jetzt erstmal nicht ändern. Also, ich muss jetzt erstmal weiterkommen. Ich will das jetzt so viel jede Farbe machen. Und dann erstmal mit der Kapazität, die wir uns dadurch erschaffen, dann auch weiterbauen. Und auch weiter arbeiten. Aber ich weiß jetzt schon, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich da nicht hier noch ein paar von diesen Dingern versteckt kriege. Damit ich da vielleicht mein Inventar ein bisschen leerer kriege. Oder gehen wir ganz 200 rein. Ach, das liegt daran, weil hier ein Kern fehlt. Okay, gut. Konstruktiven Mangel gleich beseitigen.
So, die haben wir hier auch los. Sehr schön. Gut. Wann ist das jetzt hier der Abschluss dieser ganzen Bahn? Und irgendwie habe ich jetzt noch mal einmal ganz kurz Bock. Ich will es eigentlich, da werde ich jetzt mal einen... Ich will es einfach nur wissen. Was ist hier alles drin verbaut? Also wie viele verschiedene Teile, Kacheln, alles was hier drin ist in diesem einen Projekt. Also die Anzahl an allem, was wir hier gebaut haben, interessiert mich jetzt immer. So, jetzt zählt die Karre schon nicht mehr mit, weil er jetzt die ersten Elemente gefunden hat. Also nicht nur, dass das jetzt sowieso riesengroß ist, aber mich, also es interessiert mich einfach nur. Alleine die Tausende von Rohren. Ach, du ahnst es gar nicht. So. Wir haben ja lange genug dafür gebaut. Das muss man ja auch sagen, ne? Jetzt nicht so, dass wir da jetzt irgendwie nicht so lange gebaut hätten dran. So, also, wir haben einmal der Gesamtkomplex. Oh, das Ding behalte ich so, wie es ist. Einmal der Gesamtkomplex zur Herstellung von einem Material, beziehungsweise zur Herstellung, dass wir am Ende alle vier Materialstufen des Saraphit, oder wie es heißt, also eines Erzvorstoffes haben, beinhaltet 6,1k alleine an Förderbändern, 2,4k, boah. 2,4K unterirdische Rohre, 1,1K normale Rohre, 555 Greifarme. Wer hätte das gedacht? Da fehlt garantiert irgendwo einer. So, ungerade Zahl, kann mir echt nicht vorstellen, dass das gut ist. Ja, wenn wir pro... Na gut, haben wir Gebäude, wo wir bloß rausliegen? Nee. Doch, haben wir. Aber die sind in gerader Zahl vorhanden. Also irgendwo fehlt ein Knicker, haben garantiert. 256 Medium Electric Poles. Wir haben 260 Förderbänder, 204 Lampen verbaut, 187 unterirdische Rohre, 146 Teile, 84 Crystallizer. 84? Ich dachte, ich hätte 2x52. 2x51. Also 102. Okay. 80 Electrolyzer, 56 Chemical Plants, 46 Liquefier, 38 Filtration Units, 24 Fraction Units, 14 Fabriken, 12 Ore Crusher, 12 Leaching Plants, 12 Ore Raffinerie, 12 Flares sogar? 12? Okay. Ich wäre von 6 ausgegangen. Oh gut, dann muss ich nochmal irgendwo welche haben. 4 Tanks? Ach so, ja, 6 pro, ja doch, 12, stimmt. Also 8 Hydroplants, 7 Pumpen, 4 Hydrotanks, nochmal 2 Medium-Elektropods und 2 einzelne Kisten, die dann irgendwo dazwischen stehen, die hier wahrscheinlich gar nicht hingehören. Aber die dann noch sind. Ja, das sind meine Kisten, die ich hier, meine kurze Kisten. Ich würde sagen, das ist mal, ne? Erzvorstufe. Webblock ist an. Erzvorstufe. Alles in einem Wort? Naja, von mir aus. So, wenn wir jetzt die Kachel noch dazu nehmen, gucken wir mal, klicken wir mal kurz mal drauf, dann sehen wir, dass das Ganze 40.000 Claybrick-Kacheln und 1,6 Beton hat. Und 43 mal Sand. Also 43 mal haben wir irgendwo... Okay. Also 40.000 kleine Objekte wurden gesetzt von unseren Robotern. Die haben das alles, im Großteil haben die Roboter hier gemacht, ne? Also das muss man sagen. Und das zweimal, nämlich einmal für den Sand und dann für die Dings, für den, wo ja jetzt ein paar vergessen wurden. Gut. Haken dran. Ist ein Riesending. Wir können es, glaube ich, nie einsetzen. Also wir können das nie irgendwie setzen, weil das einfach zu groß ist. Da müssen wir ja genau in der Mitte stehen irgendwie und genau dann, das glaube ich, das wird kritisch. Das jemand setzen zu können, aber ich wollte es einfach haben als Blaupause und legst du auch mal ab. Blaupause, das ist Essen, Hammerding. Das ist natürlich echt, das ist gut. Gefällt mir irgendwie, aber naja. Ist auch schweineteuer, ne?
ansonsten. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, was unser Kohlendurchschnitt macht. Ob sich da was ändert. Oder auch nicht. Wo ist unser Durchschnittsberechner? Da oben. 3,9 km. Also es wird ordentlich Kohle verbrannt. Also wir sind jetzt so gut mit fossilen Brennstoffen unterwegs. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das ist ja, das ist sogar gut. Da habe ich nicht mal was dagegen. Muss ich jetzt ernsthaft mal so sagen. Die verbrennen ja auch ein bisschen was. Hier müssen wir eigentlich noch ein paar Verbrenner hinbauen, ein paar Heizkessel. Gibt es denn eigentlich Heizkessel, die mehr verbrennen sogar? Also die jetzt noch, wo ich denn mehr Dampf rauskriege? Das sind die hier. Das sind Wärmetauscher. Keramikpipe. Wärmetauscher. Wärmeleitung und ein Heizkessel MK3. Heizkessel MK4. Keramikpipe. Wie komme ich denn an Keramikpipes? Komme ich schon an Keramikpipes? Ich will sogar an Keramik. Silikonnitrit. Wie komme ich an Silikonnitrit? Silikonnitrit. Powder, Silikon und Nitrogengas im Ofen. Aha. Dann könnte man bessere Heizöfen machen. Aha. Kann ich denn schon auch bessere Kessel machen? Tatsache, ich kann auch schon bessere Kessel. Dampfmaschinen. Dampfmaschinen MK4, Titaniumplatte, Dampfmaschinen MK3, Titanium Gearing Wheel, Titanium Bearing, Titanium Plate. Da fehlt mir ja nur ein bisschen an Titanium und an dem anderen Gelumpe da. Das kommt ja von hier, ne? Das Gelumpe, was mir da fehlt. Aha. Ja, nun das Nitrit, das ist natürlich jetzt kritisch, ne? Ein Tungsten Plate kann ich auch noch nicht. Tungsten habe ich noch nicht. Mhm. Gut. Ja, was soll ich sagen? Das war jetzt einmal so ein bisschen organisatorisches, nochmal ein bisschen da hinten aufräumen, dass das schön aussieht. Hier die Fabrik so ein bisschen mal arbeiten lassen, dass da ein bisschen was rauskommt. Wie haben wir da jetzt drin? Eine Filtration Unit. Okay, dann habe ich jetzt irgendwas weggenommen, was er unbedingt brauchte. Also, ja, wahrscheinlich. Nee, was? Ach, Rohre fehlen ihm. Naja, gut, okay. Ich glaube, Rohre kann ich nochmal besorgen, aber ich habe die Taschen ziemlich voll, ne? Warte mal, Rohre gibt es auch hier unten in der Fabrik. Achso, die muss die Rohre für die Fabrik und dann ist das auch wieder gut. Wie sieht es hier drin aus? Da haben wir 80 Stück von, das geht erstmal noch eine Weile. Da haben wir 58 von, das geht auch noch eine Weile gut. Alles klar. Also, es sieht schon mal gut aus, dass wir dort mit unseren kleinen Mini-Produktionsstätten schon mal ein paar Dinge bauen können. Wir können auf jeden Fall auch langsam aber sicher anfangen, das hier mit Baurobotern machen zu lassen. Das werden wir jetzt... denke mal, ich werde jetzt hier irgendwie mir mal ein bisschen Backstein in die Tasche packen und dann hier einfach mal langlaufen mit einem großen Pinsel und hier ein paar Mal hin und ein, zweimal hoch und runter laufen, mal jede Folge, und dass ich den Robotern hier helfe, damit ich die Roboter dann zum Bauen von den wichtigen Dingen habe, von dem Ding, ne, wo ich dann die Electric Poles, das ist die Electric Poles, da kann ich noch Fabrik für machen. Da haben wir jetzt sowas, was wir morgen machen können. Wir werden uns um die Electric Poles kümmern. Da machen wir eine Fabrik für. Merke ich mir das bis nächste Woche, wenn ich wieder aufnehme? Ich hoffe. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Diese Folge wird mal unterdurchschnittlich lang. Wir bleiben unter 30 Minuten. Zumindest, wenn ich jetzt es hinkriege, mich abzumoderieren. Aber doch, ich bin ganz gut dabei. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Das war eine Runde Faktoro hier auf Steelgames Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.